sagt, sie fragt dich Bodenwagen nach, John, habe ich gesagt, nein, wir wissen, dass es nicht geht. Ich frag dich, weil du nicht da bist. So, dann schauen wir mal, was das gibt hier. Also, nach einer bestimmten Zeit werden auch die Blinds erhöht, damit das sozusagen... automatisch und... meine Karten gar nicht. Ist das normal? L2 drücken. L2 zurückhalten. Bodo, erhöhen die Blinds sich automatisch oder machst du das dann? Das erhöhen die sich automatisch nach 5 Minuten, glaube ich. Und nach 5 oder nach 10 Minuten, oder sowas. Okay. Das wäre ja schon uncool, wenn ich darüber die Kontrolle hätte. Weiß nicht, wie das so einstellbar ist. Originalregeln. Ist das eine komische Ansicht? Kann man die wechseln? Nein, ne? Um rechten Zicker zu drehen. Ja, nur drehen, ich kann da nicht von oben oder so, nein, ne? Ah, jetzt ging's, ja. Ich gehe immer auf die Mitte. Also jetzt zum Beispiel bin ich über dir, ich sehe was. Ja, jetzt, weil ich hatte die Hintenansicht, das finde ich nervig, wenn du den Charakter nur von hinten siehst. Das funktioniert leider nicht. Nee. Was ein Würder hätte ich also mithalten können. Ja, gut, ich habe nicht viel verloren, also. Na, jetzt am Anfang ist es immer noch ruhig. Wie gesagt, wenn sich die Blinds irgendwann erhöhen, wird es interessanter. Am Anfang ist wahrscheinlich eh viel testen. Ja, um zu gucken, wie jeder spielt. Das ist es, ja. Ist das links mit dem Punker? Ist das der Holger? Das ist Holger, ja. Ja, mit der Irokesenfrisur. Na, wer hat hier zwei Herzen? Mio. Ich habe zwei Ärzte weggeschmissen, aber gut, dann kannst du nicht wissen, dass am Ende nach dem dritten Arzt noch kommt. Hä? Jetzt muss ich hier noch. Hä? Du kannst anzeigen, ob du Karten zeigen möchtest, was du hattest. Kannst du sagen, ob du das zeigen möchtest oder nicht? Aber ich hatte jetzt gerade vier Optionen. Was soll ich denn das vier Optionen zeigen? Ich kann da nur eine wählen. Na, du kannst entweder eine Karte zeigen, die Karte zeigen, alle Karten zeigen oder gar keine Karte zeigen. Okay. Eine rechte, linke Karte, gar keine und alle, ne? Nö. So wie ich es vorhin gemacht habe. Ich habe ja nur den Jungen gezeigt und die andere nicht. Aber es gibt viele, die lassen sich nicht anführungszeichen in die Karten schauen, die schmeißen einfach weg und sagen gar nichts. Boah, drei Herzen. Das klingt aber auch ziemlich nach Flush, ne? Also beziehungsweise auch das Trade Flush. Ja, 10 und Bube, Herz. Mögliches drin, ja. Oh, jetzt ist das Flush auf jeden Fall ziemlich hoch. Ja, Herz Ass und dann ist das Thema durch.
Aber ich glaube, wenn Bodo jetzt das Herz Ass gehabt hätte, hätte Bodo trotzdem gewonnen, ne? Ja, dann auf jeden Fall, aber ich hatte eine Straight. Bringt ja aber nichts mit dem Flash, den Flash. Richtig. Aber zum Anfang habe ich noch angespielt, weil... Was macht ihr direkt nie mit da? Ihr wisst doch nicht mal, was da noch für Karten kommt. Wenn du nur Schwarzen auf der Hand hast? Ja, so. Also. Die saven erstmal. No risk, no fun, also sorry. Klar, du gewinnst nichts, aber du verlierst auch nichts. Na, du verlierst die Blinds. Irgendwann. Ja, das ist aber das Einzige, ja. Aber jetzt so an Zusatz verlierst du nichts. Voll Hausgefahr. Was ist los, Katze? Hm. Im Prinzip gewinnt High Card. Aber Reddy holt sich jetzt die kleinen Dings, aber Kleinvieh macht auch Mist am Ende, ne? Da mal ein bisschen was abgreifen, da mal ein bisschen was abgreifen. Ich muss nur aufpassen, dass ihr nicht zu viel Laufen von mir abgreift. Ihr müsst auch mitspielen, sozusagen. Die gucken einfach zu, die zwei, hast du es auch schon gecheckt? Genau, macht ihr mal einfach. Solange wie ich noch Chip-Leader bin, ist erstmal alles gut, aber irgendwann müssen wir mitspielen, ja. Ich spiel's auch ein bisschen lahm am Dann spielen, nur wir zwei, ja. Na gut, aber ein Poker kann sich alles so schnell ändern, ne? Unheimlich schnell zum Schluss, ja. Klar, ein, zwei miese Karten und wenn du zu viel riskierst, dann Thema durch. Was haben wir denn für einen Geber heute, dass der laufend so einfarbige Sachen bringt? Kevin, überlegst du, hast du noch die Chance auf den Flash? Ich werde da keinen Kommentar zu abgeben. Warum auch? Ja, zum Glück bin ich rausgestiegen, das hat mir auch nichts gemacht. Ja, hab ich. Mit der letzten Karte. Ja, du hättest doch mal erhöhen müssen jetzt. Hatte ich gar keine Chance. Ich hätte ja, aber wenn ich jetzt erhöht hätte, dann wärst du. Du wärst eh nicht mitgegangen, wollte gerade sagen. Aber ich meine, wenn jetzt. Weil ich ja schon wusste, worauf du aus bist. Ja, irgendwo war es jetzt schon. Durch die drei Chaos da war es eigentlich relativ klar irgendwie. Aber ich hatte selber nur eins. Ich hatte auch nur Glück, dass die letzte Karte so kam. Zumal du vorher nie mitgespielt hast. Und plötzlich liegen drei Chaos und plötzlich spielst du mit. Das ist alles so eine Sache. Ja, ja, alles gut. Aber ich mag lieber echtes Poker, also Angesicht zu Angesicht. Das ist mir lieber als online, aber. Oh, das ist bei uns halt. Ist dann auch schon interessant. Ja, gut, jetzt wird aber schwierig halt aufgrund der Entfernung, ne? Ja, klar. Wir hatten sogar meine Diskothek, die hat einen Pokerabend gemacht über 7 Tische. Also, ich habe schon Real-Life-Turniere gespielt von mit 80 Leuten, da bin ich Dritter geworden. Ja. Ich war 16. in dem Disco-Turnier. Zum Schluss war ich so besoffen, dass ich meine Karten nicht mehr lesen konnte. Oh, bin ich dran. Hab ich jetzt hier ein Feuerzeug? Was
Nicht. Holger, zwei Paar. Weißt du, der Holger hat so Karten, das sieht nach nichts aus, aber trifft vorne die ersten zwei Karten. Ja, ja, manchmal ist das so. Manchmal hast du echt die besten Karten und triffst nichts und dann kommst du mit so graupen Dingen und triffst halt. Ach so, es gibt auch die Option, wenn jetzt einer mal aufs Klo muss oder so, dass der Timer nicht laufend läuft, drückst einmal Optionstaste und gehst auf Aussetzen. Okay. Du zahlst halt die Blinds, bleibst aber am Tisch. Dann würde der halt automatisch jedes Mal folden. Voll aus, Remy, why? Na da. Da, oh, wenig für rausgeholt. Naja, wenn ich rausgeholt dafür. Ja. Ich wusste ehrlich gesagt auch, dass es ein Poolhouse ist. Ich habe nur gesehen, ich habe drei Dreier. Was das war, keine Ahnung. Ja, aber ein Drilling ist ja schon mal auch nicht verkehrt. Ja, aber das Pool, ich weiß nicht, wie hoch kann das ist. Kann natürlich aber gesagt, auch umgekehrt rauskommen. Das kann natürlich, wenn jetzt wer anders zwei Könige gehabt hätte, wäre es natürlich. Dann wäre ich ja geschlagen gewesen. Ja, aber genau das, was gerade Remy gesagt hat, ne, dass sie so selten spielt. Aber das, genau das sind die gefährlichen. Ah, abwarten. Abwarten und Tee trinken. Schon klar. Ich merke mir jetzt, was ist. Ja. Du kannst dir den Stick, genau, den Stick einmal reindrücken, dann siehst du komplett Handreihenfolge. Okay. Ja. Ich muss hier gerade gucken, wenn ich jetzt studiere. Ja, sonst mit dem Handy oder sowas, kurz irgendwie eine Seite öffnen oder so, das geht ja auch, glaube ich. Das ist, glaube ich, einfacher als jedes Mal das Ding im Bildschirm zu haben. Oh Gott, drückst du einmal kurz rein, drückst den Kreis, bist du da raus. Meins? 300 kaufte ich jetzt noch. Ja. Naja, jetzt gleicht sich's gerade langsam wieder aus. Ich bin nur noch bei 11.600. Nee, ich hab noch 7.900. Also ich hab 10.4. Ich weiß nicht, wo der Holger momentan steht, bei welchem Wert. Ich bin langsam wieder runter. Ja, sag ja, das kann aber alles sich immer so schnell ändern, ne? Ja, eine gute Hand. Eine gut gespielte Hand, sagen wir's mal so. Gibt ja auch die Möglichkeit zu bluffen, ne? Rebi wird gleich wieder mutig. Warum nicht ich dran jetzt? Nee, in der zweiten Runde ist immer der nach dem Dealer dran. Oha. Oha. Oha, oha, oha. Ich nutze die Chance gleich mal zum Pinkeln gehen. Bleib mal da. 100.000.
gab 650 oder 750 oder was hat sie gewonnen? Ich glaube, die ersten kamen von mir. 500. Ja, ja, die 8. Die 850 kam von dir, die Hälfte kam von dir. Das war das, ich meine dazu. Also bei 4 Spielern habt ihr im Prinzip, es gibt einen Timer für das Aussetzen. 7 Minuten jetzt bei den 4 Spielern. Was meinst du mit Timer fürs Aussetzen? Bis solange du quasi auf Klo sein dürftest. Ja, genau, so lange wie du Pause machen willst, vielleicht eine rauchen oder sonst irgendwas. Wenn du erst überschreitest, bist du raus. Okay. Ja gut, damit er nicht dauerhaft hier... Ja, genau, weil du kannst ja im Prinzip abwarten, was die anderen spielen. Das habe ich natürlich während meines Aussetzens eine Bombenhand weggeschmissen. Splitpot. Und die Hand hätte ich höchstwahrscheinlich gewonnen, ja. Oder man jetzt einfach laufen. Achso, deins wurden ja anscheinend schon, ja, schon bei 300. Das linke im Park im Hintergrund. Da haben wir I belong, wenn ich das richtig gehört habe. Crawling, ah. Warte mal. Ich höre gerade Meatloaf. Ich finde die Stimme vom Fleischklops so geil. Meatloaf. Der hat doch eine Straße. Mir hat eine gefehlt für die Straße. Ist gut, bin ich rausgestiegen. Eine hat mir gefehlt. Ich hab den Drilling gehabt mit den Königen. Oh ja, das ist natürlich viel. Mit der scheiß letzten Karte. Aber okay. Na, R2 gedrückt haltet, seht ihr, was die anderen noch haben an Chips und. Ah, ich habe momentan die wenigsten. Aber gut, wie gesagt, auch das kann sich alles mal ändern. Bodo.
Nett das Pöttchen. Nett das Pöttchen. Oh, zwei Queens. Jetzt hat sich auch wieder alles zusammengezogen. Ja gut, das mit der 5-1, das war jetzt natürlich ein Weg im Bombenpott, ne? Oh, ich finde so ein Pokerabend immer mal entspannt. Das kann man ja mal gucken, ob man das vielleicht einmal im Monat macht oder sowas. Ja, war ja meine Idee, jetzt hier einfach mal als MSFL-Event sowas. Es ist mal was anderes, ne? Wenn dann natürlich noch eine größere Beteiligung da ist. Ja. Dann ist das auch abendfüllend. Ja, aber bis jetzt ist ja hier noch lange nicht ausgespielt. Also schnell wird das jetzt hier nicht mehr gehen. Kann, aber kann auch lange dauern, ne? Ja, sowas kann lange dauern. Vor allem nachher zum Schluss des Setup, also 1 gegen 1. Das kann sich ziehen. Blut geleckt! Da zwei Pots. Hat sich jetzt was? Meine Hand ist nicht tauglich. Der hält sich im Sprachchat denn absichtlich zurück. Nichts zu verraten. Ich wollte gerade noch mal hören, wie gemein. Katze haben. Aber ich sagte, je höher die Blinds werden, desto schwieriger wird's nachher. Weil 300 ist jetzt noch harmlos, aber das verdoppelt sich ja dann immer. Nach 5 oder 10 Minuten. Fünf ist auch nicht schlecht eigentlich. Ist auch gutes Pittchen. Lecco Mio. Oh Gott, ey. Oh, was ein Pott, ey. Revi, das wäre ein Splitbot gewesen. Ich habe die gleiche Hand. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hoch anspiele, kriege ich dich raus. Ich habe diese scheiß 9 nicht damit gerechnet, dass sie am Ende noch kommt. Weißt du, da kommt die Kackkarte noch am Ende. Ja. Ja. Mir war das aber zu hoch am Ende. Das wird schwierig jetzt für mich. Das war richtig teuer, ja. Ja, aber so schnell kann sich das drehen. Von Bodo eben mit 12 noch irgendwas. Noch 4.